Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Durchgangs mit einem etwas böseren Charakter. Bin sehr gespannt, wie sich der Pfad auf der eher bösen Seite so entwickeln wird. Something good here, I hope. Wir looten hier erstmal. Ja, das hoffe ich auch, dass wir hier ein bisschen was Gutes finden. Blutstein. Dead. Good. Mal hoch zur Truhe. Schriftrolle, Strahl der Übelkeit und ein bisschen Gold. Das nehmen wir alles mit. Dann schauen wir doch mal in das Becken rein mit diesen ekligen This is the kleinen pool that Bing came from. The parasite now writhing behind your eye. Nachforschungen, das Becken untersuchen. Immerhin gerade so geschafft. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Ja, wir schauen trotzdem mal nach. Au! Oh Gott. Ja, ich würde sagen, uns geht's gar nicht gut. Wir brauchen dringend Heilung. Was ist eigentlich mit diesen anderen Kapseln hier? Someone else got out. Hier hat jemand rausgeschafft. Und hier hat es auch scheinbar jeder draus geschafft. Hier haben wir eine Genesung. So, an den Anblick dieses schönen Ringmuskels kann ich mich nach wie vor noch nicht so ganz gewöhnen. Okay. A schematic of a nautiloid flashes into your mind. Nerves, sinews, as much living being as ship. Oh. Haben wir hier eine magische Tafel, eine mystische Tafel, nehmen wir mit. Irgendwer ruft uns hier oben. Jemand, der Hilfe braucht. Hey Mann, du brauchst Hilfe. Release us. Yes, you've come to save us from this place. From this place, you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please, before they return. They return. Du siehst gar nicht gut aus, mein Freund. Ihr klingt, als hättet ihr Angst, warum? The enemy. So many enemies. Mit wem rede ich da überhaupt? A newborn. Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Ein Böser. Einer von denen, die uns entführt haben. Es gefällt uns nicht, denke ich. Remove us from this body. From this case. Free us. Please. Wir stellen erstmal ein paar Nachforschungen an. Würfeln. Oh, das haben wir verkackt. Cheat. Apart from this strange context, you notice nothing unusual about the brain. Wir versuchen es mal rauszuheben.
Easy. Crit. Junge, seine Hände sind so groß wie der ganze Kopf. The brain lifts from the skull. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Oh, denke, wir machen uns das mal schön gefügig. 15, okay. Ob wir das schaffen? Komm. Ah, Gott. Das war wohl gar nichts. Oh Gott. Das tat doch weh, bestimmt. Hey, wo wir sind? Bei dir? Weg ist es. Okay, schade. Das hat wohl nicht geklappt. Wollen wir was mitnehmen? Nein, ne? Okay. Gehen wir runter. Ach, das Spiel sieht einfach so gut aus, ne? Ein Traum. Rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Oh, my head. What is this? Squall. You are no thrall. Vlakith blesses me this day. Together, we might survive. Wieso denkt ihr, ich wäre ein Sklave? We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geth, mind flayers. Wer seid ihr? Who am I? Your only chance of survival. Was schlagt ihr vor? First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. Mhm. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Klingt nach einem Plan. Dann schauen wir doch mal, was unser guter alter Zauberer so drauf hat. So, sie kümmert sich um ihn. Ist direkt down. So, wenn ich einen Stufe 1 Zauber wirke. Dann kann ich umherschweben, ne? Zählt das jetzt nur für diese Dinger? Oder zählt das für alle Zauber? Wir probieren das mal aus mit dem Kältestrahl hier. Okay, ist auch nicht, hat sich jetzt nichts verändert. Wurden, wo ist denn überhaupt? Na, wir schauen mal. Ah, hier. Ah, ne. Ah, und Ausrüstung ist das nur okay. Ja, wir können ja irgendwie fliegen. Wenn wir einen Zauber gewirkt haben. Wir schauen mal. Dann können wir das später erst auswählen.
du schnappst dir mal. Ne, warte mal. Ja, wir nehmen erstmal ihn. 100%. Wir gucken mal, ob dann was passiert, wenn wir das gemacht haben. Oh. Ach, man kann die verteilen. Wie geil ist das denn? Ah, jetzt ist es freigeschaltet. Unwettermagie. Fliege an einen Ort in der Nähe, ohne Gelegenheitsangriffe auszulösen. Wie weit ist das? Ja, geil. Okay, jetzt können wir theoretisch hier hinfliegen. Wo ist das denn? Time to strike. Great. Gib ihm. Let's have a look. You prove surprisingly adequate. Aber wir brauchen erstmal den ganzen Loot hier. Ja, man kann ja, glaube ich, auch später dann die Zauber alle noch modifizieren. Da bin ich auch mal gespannt drauf, was da so alles geht. Das könnte ja durchaus auch sehr interessante Optionen bieten. Heilung? So. Oh, cursed to put my hands on everything. Istik, back! Touch nothing without knowing its purpose. Man isn't dead, but he's totally unresponsive. Okay. I shall speak up. Life flickers in his eyes, but he seems totally unaware of his surroundings. Wen haben wir denn hier? You! Get me out of this damn thing! We have no time for stragglers. Okay, Zauberer, Arkane Kunde. Hier ist Magie am Werk, aber was für welche? Intelligenz plus Arkane Übung. Okay. Sollten wir hier schaffen, denke ich. War doch relativ knapp dann. Zum Glück haben wir ja Bonus gehabt. Warding Ruins. You feel them drawing energy from the console near to the pod. Are you satisfied? We need to go. Das Ding ist magisch mit der Konsole verbunden. Mal sehen, was ich tun kann. Schauen wir uns mal die Konsole an. The console appears dormant. Zauberer, die Glyphen auf das Gerät schreiben, die du von den Wächterruhen der Kapsel empfangen hast. The console hums to life. Die einsatzbereite Konsole genauer betrachten. Na komm, kriegen wir hin. Oh Gott. Shit. So wird das nichts mit dir, mein Freund. Nothing in the appearance of the device betrays its purpose. It could do anything. Die Hand auf die Konsole legen. Suddenly you feel a hideous squirming in your head. A parasite. Then discomfort fades. And another sensation washes over you. Connection. Authority. Ability, die Weisheit. Die Kapsel mit Willenskraft aufzwingen. Ja. Oh, easy. Das schaffen wir ja wohl. You feel the biomechanical brain of the console process your command. Shiver runs across your mind. You feel sated. Sehr gut, wir haben es geschafft. Hier geht's wohl gar nicht gut. At last.
Wir haben eine Gedanke namens Lasee getroffen. Sie sagt, dass wir entkommen könnten, wenn wir am Ruder des Schiffs schaffen würden. Genau, die haben wir eben getroffen. Und dann haben wir jetzt noch die Gefangene gefunden oder beziehungsweise befreit. Mit ihr sprechen. I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a Gith with you. You keep dangerous company. Gefährliche Gesellschaft ist genau das, was ihr braucht, wenn ihr kämpfen müsst. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Also gut, gehen wir. Ich bin Odin. Shadowheart. One moment. Wir haben das gesehen, aber wir ignorieren das einfach mal. Finally. Let us make for the helm. We've wasted enough time already. She's right. Lead on. Gut, wollen wir nochmal hier reinschauen. Oh, hallo, wer bist du denn? Du magst uns wohl nicht. Ah, wenn wir jetzt einen Zauber wirken, können wir ja einfach wegfliegen, ne? Das ist ziemlich geil. Ich mag das. Wie viel Schaden macht das Ding? Ich glaube, 2 ist irgendwie 6 oder so. Wir machen mal einen dahin, einen dahin. Einen hier. So, jetzt können wir fliegen. Wir fliegen nach hinten. Sehr geil. Drehen uns um. Jo, beruhige dich. Was habe ich dir getan? Ich habe dich gerettet. Oh, da können wir mehrere treffen. Treffen wir sie dann auch? Nein, ich glaube nicht, oder? Ach nee, das ist nur der Radius, in dem wir schlagen können. Okay, schade. Ich dachte, wir machen so einen Kreisangriff, aber wir können auch einen Aufschlag machen, dann müsste das Ding noch down sein. Nice. Wir sind unaufhaltbar. Niemand wird uns aufhalten. Mein Freund Odin. Moving ahead. Skrar, how many hosts of these Geth infected? Oh, wir haben den hier drin. A dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Will die befreien vielleicht? A dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Upsie. Dann können wir auf jeden Fall ein bisschen drücken. Der Trank ist immer gut. Brain in a jar. Ja, sklavter Verstand. Menschliches Gehirn, lebendig und intakt, umgeben von Ebos Spinalflüssigkeit. Okay. Können wir da irgendwas anstellen? Schauen wir doch mal, ob wir die befreien können. Hand auf die Konsole. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Das hört sich an, als ob das wehtun würde. Ich mache
in der Tat nicht besonders angenehm vor. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Wenn sich dein Körper plötzlich in so ein Tentakelmonster verwandelt. I'm not waiting around for that to happen to us. The newborn mind flayer stares at you, weak and dazed. Ja. Ich würde ihn gerne umbringen. Aber das können wir leider nicht. Wish I had a bag of holding. So. Nehmen wir nochmal ein bisschen Sachen hier mit. Gold und Onyx. Wir haben den. Genau den Schlüssel gefunden. Oh, kannst du nochmal heilen hier? Können wir die eigentlich erlösen? Zack. Zack. Und zack. Oh, können wir. Warum sollen wir die leiden lassen, wenn wir sie doch töten können, um sie dann zu looten? Okay, vielleicht hätten wir sie auch einfach so looten können. Egal. Oh, halt, wir nehmen nochmal das Ding mit. Da haben wir nämlich wieder einen Zauberplatz mehr. Sehr geil. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kenyank. So. Wir werden jetzt mal da reingehen. Und ein bisschen aufräumen. Mindslayer aufgefressen wird. Auch glaube ich nicht ansatzweise angenehm. Wie der seine Tentakeln ins Hirn rammt. Bro, connect the nerves of the transponder. We must escape. Now. Do it. We will deal with the Geich after we escape. Aber warum sollten wir warten? This thing is falling fast. Got to right it. So, gib ihm. Und wir sind so gut. Glück gehabt. So. Mal auf ihn. Ihn. Und auf ihn ist er da. Sehr gut. Und wir können davon fliegen. Ich liebe das jetzt schon, ne? So, Sturmangriff. Zerfleischen, er blutet. Okay, ist direkt down. Zu bringen, oder? Keine gute Idee vielleicht? Nothing will stand in my way. Best be on my way. Oh, Verteidigung. Was ist, wenn ich ihn jetzt einfach attackiere? Way. Leave him to me.
corpse in the sticks. Ignore the devil. We must take the transponder. Was ist, wenn ich ihn angreife? Warte mal. Haben wir... haben wir irgendwas Cooles zum Werfen? Nö, leider nicht. Okay. Schade. Kann ich ihn angreifen? Was passiert dann? Warte. Hätte ja klappen können. Die sind ziemlich mächtig, die ganzen Dinge. Hundertprozent. Swift and lethal. Wir verhandeln nicht mit dem. Wir machen, was wir wollen. Okay, wir gehen erstmal weiter. Heading there. It's clear. Hurry, before they strike. I won't give in. So, du gehst mal nach vorne. Was passiert, wenn wir das eigentlich nicht schaffen? Ich will mal ganz kurz was gucken. Um 3 Meter ist das jetzt verringert. Okay. My path be true. Okay. Warte. Okay, den haben wir. So, läufst mal an ihm vorbei. Gib mir mal eine gelbe Strafe. Time to strike. 75, wie viel Schaden macht das? 4 bis 13, na komm. My path be true. Was ist eigentlich. Was. Ich bin echt interessiert. I wonder if this is worth the cost. Kritischer Treffer, nice. Gib ihm. Müssen auch down. Okay.
Gehen wir mal hier in die Konsole. Okay. Come a little closer. Wer sind Sie denn? Okay. Cambion. 82 Leben. Da kommen jetzt noch 2 Stück davon. Holy moly. Können wir uns mit denen anlegen? Ich denke nicht, ne? Got to move. Würde aber wahnsinnig gerne noch ein bisschen hier bleiben und diesen Bastard umbringen. Wir chillen hier erstmal noch. Können wir von hier aus noch einen Pfeil schießen? Warte mal, wir müssen mal rangehen bis hier doch nochmal. Wir müssen noch weiter gehen bis hier. Jo, jetzt können wir von schießen. Ich kann das. Das schaffe ich doch niemals gegen die beiden noch. Auch nicht mit dem. Mit dem Gedankenschilder. Wissen, was passiert. Ich will den umbringen. Außerdem will ich gerne wissen, was der für Loot hat. Der hat bestimmt richtig krasse Sachen am Start. Okay. Aber wenn die jetzt gleich alle auf mich gehen, will ich. Oh Gott, das kann ich nicht überleben. Oh Gott. Ich würde ihn gerne looten. Still on my feet. Kann ich da nur mal einen ganz kurzen Blick reinwerfen? Vielleicht? Mal ganz kurz. Ich will nur mal ganz kurz schauen. Ja, das war es jetzt aber echt nicht wert. Come on. Moving. Muss hier doch weg. Ich habe ein bisschen Angst vor denen. So much for peace. These boots have seen everything. Ich krieg jetzt doch ein bisschen Angst vor denen. Fury. I am death. Könnte jetzt drücken. Okay. Wir müssen mal ganz kurz speichern, was jetzt passiert. Bin gespannt. Oh Gott, er kann auch fliegen. Daneben. Oh. Okay, wir sind direkt down. Okay, wir haben gar keine Chance gegen die. Ja. The Helm's Alien Transponder. You've made it in time. Schade. Ich hätte gern herausgefunden, ob man es auch nicht schaffen kann. Wir haben unser Bestes gegeben. Versucht, einen von denen umzubringen. Aber wir sind zu schwach noch. Der Tag kommen, da werden wir sie alle töten. Ich bin mir sicher.
Irgendwer hat uns wohl gerade das Leben gerettet. Aber wer? As you wake, the tadpole squirms in your skull. Dich nach Verletzungen untersuchen. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Hm. Tagebuch aktualisiert. So, entkomme den Nautiloiden. Haben wir abgeschlossen. Finde ein Heilmittel. Finde heraus, wie sich der Gedankenschinderparasit entfernen lässt. Wir sind der Hölle des Nautiloiden entkommen und irgendwo in einer materiellen Ebene abgestürzt. Wir müssen die Gegend erkunden und einen Heiler finden. Dann werden wir das doch mal tun. Fresh water. There must be a settlement nearby. Lebt dieses Schiff noch? Ich kann sowieso mal wissen, wie das funktioniert. Das Schiff ist ja irgendwie halb Maschine, halb Lebewesen oder nur Lebewesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall richtig cool. So, ein zerfleischter Fischer. Wir wecken sie nur auf. Sie ist ja aktuell quasi nützlich für uns und wir wollen sie nicht verärgern. You're alive. I'm alive. Eine Frage. Ist doch egal, wir haben es geschafft. True. Seems like we're the lucky ones, judging by all the corpses strewn about. Mhm. I remember the ship. I remember falling. The nothing. Und was jetzt? First things first. We need supplies, shelter. And most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Wir? Ihr wollt zusammenbleiben? Ja, ich mach mich besser auf den Weg. Lebt wohl. Habt ihr eine Ahnung, wo wir sind? No. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. Du? Ihr wollt zusammenbleiben, wenn ich recht verstehe? We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Na schön, brechen wir auf. One thing. Just before we go. I wanted to thank you again. For freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you didn't. I'll remember that. Lead the way. Gut, dann gehen wir doch mal. What's in here? Rucksack. Oh ja, ganz wichtig. Rucksäcke mitnehmen. Weil in Rucksäcke kann man Dinge tun. Hier tun wir schon mal die ganzen kleinen Steinchen rein. Und dann kann man das einfach öffnen und dann hat man quasi nochmal so eine Untersortierung, was cool wäre, wenn man das irgendwie benennen könnte, aber man kann nicht alles haben. Beutel nehme ich auch mit, weil ich glaube auch so einen Beutel kann man öffnen, oder? Ja. Das gefällt mir. I bet that'll fit in my pack.
Brauchen wir doch. Essen, ein bisschen Wasser. Ein schönes kleines Gedicht. Und wir rudern, die Gischt spritzt ins Gesicht. Und wir rudern, die Gischt, sie stört uns nicht. Und wir rudern das Meer zu unseren Füßen. Und Umberle beruhigt den Sturm. Na gut. Ein Fisch. Verfleischter Fischer. Lesen. Sieh, ich liebe dich. Da, ich hab's gesagt. Und wenn du mich morgen triffst, werde ich es wieder sagen. Und wieder. Bis wir alt und grau sind. Wir sollten es wagen. Lass uns nach Baldurs Tor gehen. Ich weiß, es ist riskant, aber hier zu bleiben ist es auch. Die letzten Monate waren hart, aber alles ist etwas einfacher, wenn du bei mir bist. Verlass dein Boot und triff mich am Hügel bei der alten Brücke. Bring mit, was du tragen kannst. Wir schaffen es schon ohne den Rest. Verspäte dich nicht. In Liebe, deine Anno. Ich denke, der gute Mann wird nicht mehr kommen. So. Lesen wir mit. Das nehmen wir auch mal mit. Haben wir hier Schönes noch? Loot über Loot. Haben wir auch noch ein bisschen was. So, alter Siegelkreis. Genau. Haben wir unser erstes Portal quasi freigeschaltet. We get that open easily. Maybe there's another entrance. Maybe. Wir werden ihn finden. Zeit, sie zur Strecke zu bringen. Aber erst looten wir. Wie wir wissen, Zwerge stehen auf alles, was Geld angeht. Und Gold und Schätze. So, pass auf. Wir... Just out of view. Oh, ich hab den Level ab. Warte, wir verteilen erstmal das Level ab. Stieg. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, was kriegen wir dazu? Zauberreipunkte erzeugen. Zauberplatz erzeugen. Okay, nice. Kann einen neuen Zauber auswählen. Bei der Übelkeit, Schild. Eismesser ist auch ziemlich gut. Und hinterlässt eine Eisoberfläche, finde ich eigentlich ziemlich nice. Wir sind ja eh so Sturmzauber, obwohl so ein, das kann auch ganz nützlich werden, aber wir gehen erstmal auf das hier, würde ich sagen. Passive Klassenwerte. Vorsichtige Zauber. Verbündete sind bei Rettungswürfen gegen Zauber. Die Rettungswürfe erfordern automatisch im Vorteil. Okay. Weitreichender Zauber. Erhöht die Reichweite von Zaubern um 50%. Die Nahkampfzauber erhalten eine Reichweite von 9 Metern. Nahkampfzauber kann man in 9 Metern Reichweite ausführen? Wie krass ist das denn? Die Dauer von Zuständen, beschworenen Kreaturen und Oberflächen durch Zauber wird verdoppelt. Ein Zauberpunkt pro Grad des verwendeten Zauberplatzes. Zaubertricks kosten ebenfalls einen Zaubereipunkt. Das ist natürlich nicht so geil. Zauber, die nur auf eine Kreatur zielen können, auch auf eine zusätzliche Kreatur zielen. Warte mal. Das heißt, er trifft immer zwei. Hm.
Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Zaubertricks dann plötzlich auch Zauberpunkte kosten. Ansonsten ist es ziemlich mächtig. Ich will das mal ganz kurz lesen. Ja, das klingt schon ziemlich krass. Wir machen erstmal das. Passives Merkmal, das gewechselt werden kann. Okay, wir probieren das erstmal aus. Ich will mal gucken, wie das ist. Ob man das auswählen kann oder ob jetzt alle Zaubertricks immer einen Zaubereipunkt kosten. Das wäre schon irgendwie blöd. Annehmen. Schauen wir mal. Wie das jetzt ist. Wenn ich jetzt mal unseren Werk auswähle. Reaktion, Zaubereipunkte. Einen Zauberplatz freizuschalten. Okay, das habe ich jetzt noch nicht so ganz gecheckt. Wir müssen das mal uns gleich angucken im Kampf. Geben wir hier nochmal ein Level ab. Der hier ist gut, das Schild ist gut. Wasser könnte praktisch sein, aber später mal, wenn wir irgendwie vielleicht Blitze zaubern können. Ja, aber aktuell. Lassen wir das, glaube ich, erstmal so. Ja. What comes now? So, ihr beide schleicht, ne? Okay. Waiting with bated breath. Lass uns mal hier reinschleichen. Können wir irgendwie hier hoch? Should mind my step. Oh, 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 oh. Mal, wir gehen mal mit ihm da hoch. Und hier dahin. Nicht so nah ran. Should have worn better boots. Okay. Reichweite ist geil jetzt. You can take me out. Kann ich das direkt down? Geil. Ich muss sagen, irgendwie gefällt mir der Zauberer. So, was ist das denn jetzt? Zaubereipunkte zu erzeugen. Verwende Zauberplätze, um Zaubereipunkte zu erhalten. Zaubereiplatz erzeugen. Bestätigen klicken. Zaubereipunkte. Zaubereipunkte sind ein wichtiges Machtelement von Zauberern. Sie können verwendet werden, um Zauber zu verstärken. Ah, ich kann das erzeugen und dann kann ich das benutzen. Ich verstehe, das ist cool. Das gefällt mir erstmal so prinzipiell. Ja, er kommt drangespotet. Dann geben wir ihm mal eine mit. Wie viel Damage macht das? 2 bis 7. Okay, geben wir ihm eine auf den Kopf. Benommen. Okay. Könnten wir uns jetzt wegbewegen, ne? Ja, machen wir auch. Dann müsste er nämlich erstmal laufen, um an uns ranzukommen. So. Dann reicht er uns bestimmt nicht.
Der kommt hier hoch. Egal, den machen wir locker weg. So. Eine Bonusaktion. Okay, also wenn ich jetzt... eine Bonus... das erzeuge. Ah ja, dann kann ich das machen. Weitreichender Zauber oder gespiegelter Zauber. Dann könnte ich doch jetzt gespiegelter Zauber nehmen. Nehme das magische Geschoss. Warte mal. Nehme das magische Geschoss. 1, 2, 3. Aber es hat jetzt ihn nicht getroffen. Was habe ich falsch gemacht? Das muss ich nochmal ausprobieren. Hätte ich jetzt das Gesch quasi auswählen sollen, wer da dran ist? Das gespiegeltes Opfer. Ihr habt doch mich an eurer Seite. Euch kann gar nichts passieren. Schattenherz. Wie sieht das Feuer ausgemacht? So kommt der Schattennetz. Das nehmen. Das nehmen. Mining. Wir können ihn ja auch mit einem Hammer oder so ausrüsten. Weil er Zwerg ist. Dann können wir auch immer mal zwischen... jetzt eine Knolle. Mal so ein bisschen auf dem richtig reinscheppern mit der Nahkampfwaffe. Obwohl die braucht wahrscheinlich Stärke, ne? Das würde uns wahrscheinlich nichts bringen. Ja, egal, wir haben ja die Zauber. Ich denke mal, es ist mächtig genug. So. Dann gehen wir doch mal hier weiter. Kann ich ja nicht ins Wasser gehen? Ja, hier ist nichts. Something the matter. Sorry, wollte dich gar nicht ansprechen. Das war ein Versehen. So, dann gehen wir doch mal hier. Rezept Balsamasche. Ah, hier kann man dann craften. Alles klar, das habe ich mir in meinem ersten Durchgang auch noch gar nicht angeschaut, das ganze die ganze Alchemie und auch, ich glaube, Schmieden kann man ja auch, oder? Ich glaube. Du brauchst Hilfe, okay, Astario. Ich habe one of those brain things cornered. In the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Kein Problem. Zurücktreten. Kommen wir doch mal. Can was uns dort it? Erwartet. Ich sag ja, es ist kein so ein Jung. Genau. Oh, dieser hinterhältige kleine... Not a sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get.
Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Not? Naja, das lassen wir uns nicht gefallen, würde ich sagen. Ne? Nahkampfangriff. Leider sind wir ziemlich schwach. Für einen Zwergen vor allen Dingen. Seltsam. Nice. Aber trotzdem geschafft. Mhm, das kommt davon, wenn man sich mit uns anlegt. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Steckt das Messer weg, dann sage ich es euch. I'm not an idiot. It has to be those tentacled monsters. Something they did. They took you too. I saw it during whatever just happened. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Entschuldigung angenommen, ich hätte an eurer Stelle vielleicht dasselbe getan. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Nicken. The strong and silent type. Mhm. All right. Genau der. Please tell me you at least know something about these worms. Ja, leider, sie machen uns zu Gedankenschindern. Turn us into. Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Kontrollieren. Ihr sollt mit mir reisen. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. Ja, wir versammeln erstmal so eine kleine Gruppe um uns. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. Mhm. All right. I accept. Lead on. So. Der bleiche Elf. Wir haben einen merkwürdigen Elfen getroffen, der ebenfalls mit einem Parasit infiziert war. Zunächst war er feindselig, doch als er erfuhr, dass wir auch infiziert sind, schloss er sich uns an. Die Tochter der Dunkelheit, Schattenherz. Genau, die haben wir auch mitgenommen. Können wir hier auch direkt einen Stufenaufstieg gleich machen? Genau, bei ihm kann man nämlich auch nicht viel machen. Er kriegt raffinierte Aktionen dazu. Als Bonusaktion. Normalerweise kostet so eine Bewegung eine Aktion und er kann sie dann einfach als Bonusaktion ausführen. Das ist ziemlich praktisch für einen Schurken. So, dann gehen wir doch mal weiter. So. Zaubereipunkte, Schallwaffe. Ja. Komm hier auch nicht runter. Halt. Und hier runter springen. Aha. Nee, ich will gar nicht schleichen. Was haben wir hier für eine schöne Höhle? Deep grooves in the mud around that rock. Oh.
Können wir den irgendwie zerstören? Diese merkwürdige Knarre auf ein Ziel und ziehe möglicherweise Kreaturen und Objekte an. Okay. Oh Gott! Holy shit! Was war das denn bitte? Okay. Ja, Entschuldigung, es war keine Absicht. Energieschaden. Ja. Gut zu wissen. Ja gut, ich denke, wir kommen erstmal nicht weiter. Schwerer Stein. Wir merken uns das mal. Schaffen. So. Schatten sieht übrigens gar nicht gut aus. Eine sehr wichtige oder sehr nützliche Sache, die ich übrigens selbst vorher noch nicht wusste, ist, dass man kann... Warte mal, wie mache ich das denn? Gehe ins Inventar und mache... Nee, wie kann ich denn... Warte mal, wir wechseln mal in den rundenbasierten Modus. Man soll irgendwie werfen. So, genau, warte mal. Nee, ich geh mal zurück in die Echtzeit. Mach dich mal ein bisschen los. Geh mal hier hin. So, und jetzt gehen wir nochmal in den runden Modus. Damit, dass ich hier keinen Rechtsklick machen kann. Werfen. Wenn man nämlich so einen Zauber... Also normalerweise halt ja einen Heiltrank hat eine Person logischerweise. Aber der hat jetzt einen Lebenspunkt verloren. Sie sogar 10 und wir auch einen. Wenn man den nimmt und einfach hier hinwirft, dann werden einfach alle geheilt. Wie geil ist das bitte? Richtig cool. So kann man sich schon ein paar Ressourcen sparen. Best be on my way. Wir gehen mal hier lang. Ob wir ein bisschen Loot finden. Jo. Schon wieder so eine leere Knarre. Die scheint recht hilfreich zu sein. There. A mind flayer. And it's hurt. That thing's bound to be dangerous, even if injured. Best be careful. Machen wir direkt Klapp erstmal. Wenn der Stress will. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Mitleid? Nein, 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 nein. Wir gründen das Gefühl aber mal. The poor creature is on the brink of death, but there's still time. You'd give your life to save it, to nurse it back to health. Nein. But then the feeling. Wir wollen slips. Es umbringen. Es hat uns entführt. The creature's mind seems to focus elsewhere. Intelligenz, auf seine Gedanken konzentrieren. Den Moment ausnutzen und dich befreien. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Wir überlassen es einem langsamen Tod. Als eine Art Rache.
Aber können wir es... Better be cautious. Oh, my hand slipped. Nicht möglich. Warte, ist aber schon gern gelootet. Gib ihm. Hab's mir anders überlegt. Monster. Death is too good for it. Wir wollen den Loot haben. Very well. Ist hier eigentlich irgendwas? Ach, hier hochhüpfen. Das müsste man ja auch sonst von unten sehen, ne? Okay. Wir kriegen einen Fallschaden. Okay, man kann das so einfach runterhüpfen. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. Mhm. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein alter Siegelkreis. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Das Siegel berühren. Zauberer, Charisma, dich mit der Magie des Siegels verbinden und sie dann bitten, sich zu beruhigen. Wir fragen erstmal nach, wer er ist. Just your average traveler stuck between realms. Pull me out and we'll get properly introduced. Na gut. Doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Ich glaube, wie groß unsere Hände einfach sind. Dreimal so groß wie seine. Wenn's reicht. Oh. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Euch vorzustellen? At magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the North Road as well. Du traust diesem Mann. Trau ich dem Mann nicht? Vergesst den Autoloiden. Wie seid ihr in diesen Stein gelangt? I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. Mm-hmm. How about you? How did you survive the fall? Ich habe das Schiff übernommen, es sicher gelandet und den Tag gerettet. That vast burning wreckage behind you somewhat contradicts your story, but here you stand. So who am I to argue? Still, swashbuckling heroics aside, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy.
Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Were you not? What for? The insertee we speak of, this parasite? Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? Leider nicht. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Ich besitze viele Gaben, aber Larvenextraktion gehört nicht dazu. Ich kann uns nicht von unseren Parasiten befreien. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Was ist, wenn wir jetzt Nein sagen? Are you certain? There might be danger around the next corner, and a wizard is excellent company to keep. Ihr habt recht, dann kommt doch bitte mit mir mit. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Kein Problem. So, gell. Aber ich muss dich leider enttäuschen. You're not versed in magic, are you? Doch, bin ich. Und ob, ich habe so viel Magie in mir wie ihr in euch. Oh, I do apologize. I meant to ask, are you studied in magic? Namely, are you a wizard? Which you are not. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. Mhm. Wir sind ein Meister und das ist fast mein Freund. How can I help? Warte mal schön im Lager. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be in the camp then, idling away the hours. Bitte. Broken. Must have been here a while. So, dann schauen wir doch noch mal nach. You think it's dangerous? Ja. Of course it's dangerous. Zoru was right. Yellow as a toad, twice as ugly. Hallo? The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you? Oh, a guest. Mm-hmm. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Wir täuschen die beiden mal. Die Kreatur ist gefährlich, verschwindet und überlasst sie mir. Nee. Keine Sorge, ich lasse sie verschwinden auf die eine oder andere Weise. Your words flow to her, though you never speak them aloud. I know what grows inside you, and I know of a cure. Mhm. Remember how keen she was to leave me to die in the Nautiloid?
We can't trust her. Die Kreatur ist gefährlich. Verschwindet und überlasst sie mir. Ja, das sollten wir doch hinbekommen, oder? Wir machen noch göttliche Führung dazu von unserer guten alten Freundin Schattenerz. Okay. Oh, Alter. Ist nicht euer Ernst. Kritischer Fehlschlag, what the fuck? No. I'm not leaving this fiend with a stranger. Dann werdet ihr durch unsere Hand sterben. Ihr habt es ja so gewollt. Dein Messer! Watch out! So, I'll do it my way. Over here. Aua! Aua ist immer noch versteckt, nice. Alarm gelegt. Ja, okay, das ist mir relativ egal. Wir haben keine Zauberpunkte mehr. Okay. 65, 65. Nimm mal das. Mal ein bisschen zurück. Aua, die legen sich alle lahm. Oh, Alter, er kann zweimal angreifen? Was ist mit ihm passiert? Er ist ganz schön. Ganz schön frech, der kleine Schlingel. Der ist fast down. So, Astarion, Vorteil. Müsste er doch down gehen. On my way. Ich will mal hoch. Ne, können wir nicht. Okay, dann nimm du mal einen Halt rein. Und geh mal hier hoch. So. Ein bisschen da weg. Nicht gehittet werden kannst. Halt dich. Du. Ready or not? Don't linger. Oh, Alter. Die ist ganz schön frech. Ist ganz schön frech. Into the shadows. Let's go. Perfekt. Genau, wenn man versteckt ist, kann man nämlich aus dem Hinterhalt angreifen. So, Hilfe nochmal hoch.
wir gehen mal dahinter. Und du gibst hier. So. Wir machen mal eine kurze Rast. Halt. Kurzbogen, Kurzschwert, Orange, okay, nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Watch your back. Na, dann holen wir sie doch mal runter. Baumstämme auf dem Kopf. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. Mhm. I must find a crash. You will join me. Careful. Warum denkt sie eigentlich, sie hat dir das Sagen? Don't let her take advantage. Also ich würde ja mal sagen, sie kann eher uns folgen. Was genau ist eine Krippe? It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Geth tadpole, we must report to Augustil for purification. Mhm, okay. Ja, reisen wir zusammen und suchen diese Krippe. Wir nehmen sie auch erstmal mit. From Kresh-Kalir. Few know such fortune. Call me Lazel. I'll trust your judgment. But I won't trust her. Not until I've gotten the measure of her. You've a sharp tongue, elf. Would that your mind proved its equal. Half, elf. I suppose the finer details are lost on a creature like you. Come. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. We will ask this Zoru where he has seen my kin. Okay. Klingt doch nach einem Plan. So, wir haben sie befreit. Genau, die Githyanki-Kriegerin. Lazel ist zu unserer Gruppe gestoßen. Sie hat versprochen, dass wir in einer Githyanki-Krippe von unseren Parasiten geläutert werden könnten. Ein Tiefling namens Xoro hat noch andere Githyanki gesehen. Wir sollten ihn aufsuchen und fragen, was er weiß. Der Magier von Tiefwasser, genau. Und findet die Githyanki-Krippe. Finde ein Heilmittel. Es könnte verschiedene Methoden geben, um den Parasiten loszuwerden. Die Githyanki-Lasee, die uns bei diesem Phänomen half, hält eine Githyanki-Krippe für die beste Lösung. Gut, also. Nein. Oh. Lazel has a dangerous look in her eyes. Let's just hope she reserves those impulses for any common foes. Okay. Vorratspaket. Das kann er auf jeden Fall mal alles mitnehmen. Er könnte auch einen kleinen Beutel oder einen Rucksack gebrauchen. Das ganze Gelumpe mal reintun kann, ja. 170, 210. Ich glaube, sie wird unser Packesel. So, den ganzen Spaß schicken wir mal rüber zu ihr. Granaten. Die könnte ich ja vielleicht am besten damit machen sollen, weiß ich auch noch nicht. Wasser können wir mal hier behalten. Gift. Ätzende Knolle. Ja. Müssen wir mal schauen, ne? Okay. Achso, sie hat ein Level ab. Genau, das können wir auch gleich noch vergeben. Tatendrang. Erhalte sofort eine zusätzliche Aktion, die du in diesem Zug einsetzen kannst.
Also unsere Gruppe wird, denke ich mal, auf jeden Fall aus Astarion bestehen. Lazelle vielleicht auch. Ja, aber wir müssen sie noch erweitern. Gale, denke ich, können wir nicht mitnehmen. Der ist viel zu gut. Ja, Schattenherz weiß ich auch noch nicht so genau. Wird, denke ich mal, auch schwierig. So. Aber die Folge geht schon wieder 1,5 Stunden. Ich würde sagen, wir kümmern uns in der nächsten Folge um diese Ruine. Und ja, danke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ich euch in der nächsten Folge sehen würde. Vielen Dank, bis dann. Ciao.